Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Love Story Box von Fettes Brot. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Love Story von Fettes Brot, das Ganze heute am 3. Mai erschienen. So sieht das aus. Wir werden mal die Folie abmachen und uns das Ganze dann im Detail ansehen. Einmal hier einstechen und durchziehen. Dann schauen wir mal, dass wir die Folie abbekommen. So, auf der Unterseite der Folie der Box haben wir dann noch hier eine Info über den Boxinhalt. Was lesen wir hier? Ein Album Doppel-LP, farbiges Vinyl plus Bonusmaterial, zwei frivole Kondome, drei fruchtige Postkarten, eine Album-CD und ein Fat Bread Beanie, rote Wollmütze, one size fits euch alle. Okay, gut, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, schauen wir uns mal die Box im Detail an. Wir haben hier eine blau-grüne Box, quadratisch und recht flach gehalten. Eine klassische Vinylbox. Hier lesen wir Love Story, rechts Fettes Brot und dann haben wir hier so einen glasierten Apfel, also einen zuckerüberzogenen Apfel an einem Holzstiel, wie man sie oftmals irgendwie so auf Jahrmärkten oder so festen findet. Was lesen wir hier? Fettes Brot, Love Story. Hier auch nochmal spannend, oben und rechts, unten, dann oben und links, ja, oben und links beschriftet die Box, rechts und unten nicht, aber ja, wenn man die dann ins Regal stellt, macht auf jeden Fall Sinn dann. Dann haben wir auf der Rückseite noch einen Barcode, der hier aufgedruckt ist, das ist kein Sticker und der ist spannenderweise so diagonal aufgedruckt, okay. Und dann schauen wir mal hinein, der Box Deckel ist abnehmbar, von innen in weiß gehalten und dann kommen wir zum Boxinhalt. Wir haben hier einmal diese Mütze, die auch schon angekündigt wurde. Dann haben wir Kondom Nummer 1, Kondom Nummer 2, das Album an sich in der CD-Variante. Dann haben wir diese Postkarten, drei Stück an der Zahl. Und natürlich das eigentliche Highlight der Box, das Album als Vinyl. So, auch hier wieder alles in weiß. Wir machen die Box mal wieder zu. Packen die zur Seite. Und nachdem hier Vinyl und CD noch in Folie ist, werden wir diese mal befreien. Einmal das Album in der CD-Variante. Und einmal das Album in der Vinyl-Variante. Extra eingeschnitten, aber irgendwie ohne Erfolg. So, aber jetzt ziehen wir auch nochmal durch. So, aber jetzt. So, und nachdem wir jetzt die Folie endgültig befreit haben, beziehungsweise die Folie entfernt haben, starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Love Story, Fettes Brot, also vom Cover ident, wie auch schon das Boxcover. Es ist das 9. Album von Fettes Brot. Was mir jetzt auffällt, das wurde hier auch nochmal versiegelt. Also wir haben hier so einen kleinen Klebestreifen, der diese beiden Seiten hier zusammenhält. So,
Das Ganze kommt in einem Digipack auf, boah, da kommt schon der erste Infoflyer. Auf der Seite lesen wir Fettes Brot Love Story in Rot und Weiß und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 11 Tracks an der Zahl und keinerlei Features. Dann haben wir noch einen Barcode und die Credits zum Album. Also FBS steht für Fettes Brot Schallplatten. Das ist das Label von Fettes Brot und Groove Attack ist der Vertrieb. Dann haben wir hier die drei Herrschaften vor einem Fahrgeschäft. Also, ich kann jetzt, um ehrlich zu sein, nicht sagen, wo das genau aufgenommen wurde. Es erinnert mich sehr stark an das Fahrgeschäft Breakdance. Also bei uns in Wien, hier im Prater, gibt es auch so ein Fahrgeschäft. Es nennt sich in dem Fall Breakdance. Keine Ahnung, wie das hier heißt. Es ist leider von diesen Würfeln im Hintergrund verdeckt, der Name. Sieht so aus, als würde ich irgendwie Don't Dance stehen. Oder falls ihr es wisst, könnt ihr es mir natürlich gerne schreiben. Dann schauen wir mal hinein. Okay, hier war scheinbar dieser Infoflyer drin. Fettes Brot, was wollen wissen? Das Buch zur beliebtesten Radiosprechstunde. Ja, also wer es nicht weiß, Fettes Brot hatte mal so eine Radiostunde, so einen Podcast. Und aus dieser ist dann ein Buch entstanden, was wollen wissen? Und das kann man natürlich auch kaufen. Ratschläge aus der Wortspielhölle. Und auf der Rückseite haben wir dann noch die Tourdates zur Tour, zur Love Story Tour 2019. Da habt ihr die Dates. Sehr schön. So, aber mir geht es jetzt eigentlich um die CD. Ah, gut. Ich dachte jetzt schon, ich hätte keine. Doch. Sie befindet sich hier drin. Und zwar haben wir hier die CD an sich. So sieht das aus. Also auch hier wieder dieser süße Apfel auf diesem Holzstiel. Was lesen wir hier? Hier haben wir einmal die gesamten Credits zum Album, also wer hat produziert, gemischt, gemastert etc. Und dann gibt es hier noch die detaillierten Infos zu den einzelnen Tracks. Also hier nochmal die Tracks aufgeschlüsselt, die Credits und die Beteiligten. Dann packen wir das mal wieder zurück, wenn es geht. Ist gar nicht so einfach. So, aber jetzt, Infoflyer packen wir mal wieder zurück. Dann kommen wir zur LP, zur Doppelvinyl. Diese auch wieder vom Cover her ident gestaltet. Auf der Rückseite haben wir dann auch hier die Tracklist auf die einzelnen Seiten verteilt. Was haben wir hier? Season 1, Season 2, Season 3 und Bonusmaterial. Okay. Habe ich so beschriftet noch nie gesehen. Ich kenne das echt nur mit A, B, C und D Seite oder A1 und B. 1, A2, B2 Season in dem Fall. Dann haben wir hier auf der Seite wieder Love Story stehen und hier oben Fettes Brot. Von innen wie auch schon die CD gestaltet. Also hier wieder dieses Fahrgeschäft mit den drei Herrschaften. Dann schauen wir mal hinein. So, okay, also diese Hüllen der Vinyl, das gefällt mir schon mal richtig gut, sind auch wieder farblich gestaltet. Auch hier haben wir wieder die Album-Credits und die Credits zu den einzelnen Tracks hier aufgeschlüsselt. Und das ist auf jeden Fall schöner als so ganz glatt weiße Papierhüllen. Und nicht nur die Hülle ist eingefärbt, sondern auch die Vinyl an sich. Also kein klassisches Schwarz, sondern in diesem Fall so ein, ja, was ist das, so ein dunkelgrün, blaugrün. Wir haben hier auf der A-Seite 4 Tracks, dann auf der B-Seite auch nochmal 4 Tracks. Season 1 lesen wir hier. Dann packen wir das mal wieder in die Hülle. Und dann kommen wir zur zweiten Vinyl. Die sieht so aus, also hier gibt es jede Menge von diesen glasierten Äpfeln. Und hier haben wir dann, okay, also es dürfte wohl sehr ähnlich sein mit dem Fahrgeschäft bei uns hier in Wien. Und zwar lesen wir hier Break Dancer Nummer 2. Vielleicht gibt es davon mehrere. Gut, hier nochmal die drei Herren. Dann schauen wir uns mal die Vinyl an. Die ist auch hier wieder eingefärbt, jawohl.
in diesem dunkelgrün, Season 3 und auf der Rückseite natürlich die Tracks. Also wir haben hier auf, so rum, Season 3 auch wieder 4 Tracks und dann haben wir Bonusmaterial, auch nochmal diverse Sachen. Bonus-Tracks oder Bonusmaterial, je nachdem. So, dann packen wir auch diese Vinyl wieder zurück. Und dann kommen wir zu den, wie wurde es beschrieben, Frivole, zu den frivolen Kondomen. Love Story, fettes Brot, so sieht das aus. Also, vom Artwork, vom farblichen Design her, wie auch schon die Album-CD und die Vinyl. Dann schneiden wir mal ein. Okay, also hier finden wir dann klassische Kondome vor. Sehen vom Design her aus wie Durex. Was lesen wir hier? Passante Regular. Ja, also, wie es der Albumtitel sagt, Love Story, die könnt ihr natürlich dann hier mit in eure Love Story einbeziehen für die ein oder andere Dame oder den ein oder anderen Herrn. Und diese beiden hier verwenden. Dann haben wir mit dabei 3 Postkarten. Einmal, zweimal, dreimal. Einmal hier dieser aufgespießte Apfel mit Interpret plus Albumtitel. So sieht das aus. Also klassische Postkarte kann man verschicken. Dann haben wir die zweite mit den 3 Jungs hier vor diesem Fahrgeschäft. Und Postkarte Nummer 3, wieder diese Äpfel an Holzstielen. Und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier eine Mütze. Eine Wollmütze. Hier haben wir dann noch das Logo. Ich glaube, das ist das Demo-Tape-Logo von Fettes Brot. Das Ganze ist in einem recht knalligen Rot gehalten. Und wir haben es hier zu tun mit einem Myrtle Beach Headgear. One size fits most, okay. Und was lesen wir hier noch? 100% Polyacryl. Und wir haben es zu tun mit Gustav Daiback GmbH. Ah ja, genau. Hier steht's Made in China. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal die eben gezeigte Einmal die eben gezeigte Mütze, hier in diesem knalligen Rot. Dann die beiden Kondome. Sowie die 3 Postkarten. Zweimal im Querformat, einmal im Hochformat. Das Album im Digipack als CD und natürlich das Album in der Doppel-Vinyl-Variante, also 2 Vinyls mit 2 eingefärbten Hüllen. Jawohl! Das alles in dieser wunderbaren Box Love Story von Fettes Brot. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Fettes Brot unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.